Okay, Leute, ja, wir sind wieder da bei Pokémon Terra. Und ich habe offscreen ein bisschen trainiert. Ein kleines bisschen. Wie man hier sehen kann. Und Momentchen mal. So, ich weiß nicht, ob ich das rausgeschnitten habe oder nicht. Weil ich musste gerade mein Headset einstecken. Und ja, man sieht schon, dort war es Level 17. Jojo und Hunduston Level 20. Und ja, ich habe mein Ich vorgefangen, dass ich Nervpick genannt habe. Einfach mal, weil ich es vergiftet habe und dachte mir, nee, du stirbst mir nicht so einfach. Ich nehme dich ins Zimmer auf und dann stirbst du an der Vergiftung. Jetzt gehen wir die Leiter runter. Und hier ist noch mehr Labyrinth. Okay, egal. Hallo Trainer. Trainer. Warum haben sich diese Höhle so viele merkwürdige Gestalten? Gibt es hier auch irgendwo normale Menschen? Ich glaube nicht, nein. Zu schade. Okay, das ist Ego, aber du bist kein Trainer. Okay. Und ich habe einen Schutz an, weil ich nicht kämpfen will. Ich habe schon genug trainiert. Ich lebe. Oh. Schutz weg nicht mehr und. Freiheit! Leck mich doch! Ich sag das oder das nix. Was ist das noch? Schau mir nicht so traurig an. Dann nimm das Druck, dass du dich besser fühlst. Ja, wir bekommen einen Brief. Ja. Von wegen Freiheit. Die Hölle beginnt erst. Schutz. Ich habe ein bisschen eingekauft und habe mal ein bisschen das Inventar ein bisschen aufgeräumt. Ein kleines bisschen halt. Da unten ist Sackgasse, super. Oh Mann, ich hasse diese Grotte, denn die. Ich muss eher am Trainer vorbei wetten. Wetten? Warum sind die Unterbrücken vor Millionen von Jahren ausgestorben, wenn das so mysteriös? Warum gebe ich jedem so eine Kack-Stimme? Ich weiß es nicht. Fossiljäger Horst. Knackleon, oh cool, Pokémon. Knackleon. Los, Dauntfass. Ja, Dauntfass hat eine neue Attacke gelernt, nämlich Megasauger. Und Riolu hat Gegenschlag gelernt, welche meiner Meinung nach eine geile Attacke ist, vor allem mit Ausdauer. Sofern Riolu schneller als der Gegner ist, sonst ist sie scheiße. Sand. Eine Frage an Hackersteller. Wenn du dieses Video jemals sehen sollst, hast du eine Folie über Pokémon mit Sandwirbel? Könnte das sein? Ich meine, Fifion, Evoli, Knackleon, Intono, was war das nochmal? Ich glaube, das war dieses Unlichtvieh, oder? Ich weiß es nicht. Los, Riolu! Riolu! Intono. Ja, Unlicht, cool. Der Gegenschlag ist allerdings so stark, wenn man wirklich kaum KP hat. Unter 4 KP hat es, glaube ich, Stärke von 200, glaube ich. Also unter 4% der KP. Was bei Riolu bei. Moment, ich muss mal nachrechnen. Moment, Statik? Du bist Elektronenlicht? Cool. Bei Unlicht. Bei Riolu wäre das. Ich weiß. Ich glaube, unter 2 KP, also ab 2 KP. Hat meine Liga das mit dem Warnschreiber zu tun? Mysteriös. Ja, du bist ein mysteriöser, nerviger Typ. Habe ich einen Paraheiler? Ja, klar, habe ich. 4 Stück. Cool. So, Riolu. For you, weil ich es lieb hab. Und ich gebe dir mal ein Item. Habe ich irgendwas Gutes für dich? Du bleibst ohne Item. Was haben wir denn hier? Change. Oh! Oh! Oh, den gebe ich gleich mal Riolu. Dum, 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 dum. Komm ein bisschen schnell, ja. Geben. Auf Riolu. Gut. Was erwartet uns in dieser Höhle noch, außer das Schuss ausfällt, aber der bleibt gefälligst. Das hat keiner gesehen. Dum, 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 dum. So, was gibt's denn hier? Sackgassen? Schön. Nö, weitere Höhle. Halt! Das tut mir jetzt echt leid, aber du kannst jetzt echt nicht hier rein. Wir haben gerade ein paar echt wichtige Sachen zu erledigen, das verstehst du doch, oder? Nein. Was? Marty, was sollen wir denn jetzt machen? Der ist immer noch da. Das war ich. Ah, du bist eine Frau. Du bist mir echt eine großartige Hilfe. Da bleibt uns immer eine Möglichkeit offen. Wir müssen nicht echt gewaltsam entfernen in einem Pokémon-Kampf. Okay, ihr könntet mich einfach auch zusammenprügeln, aber wieso nicht? Team Terra, Melissa, Wumpel. Natürlich habe ich das perfekte Pokémon vorne, ein Dauntless. Wuhu. Level 10? Are you kidding me? Los, mein Duster. Giftstab. Wenn du mich vergiftest, dann bringe ich dich um. Okay, ich bin nicht so oder so, also von daher ist es egal. Feuer! Und tschüss, Wampel. Wampel.
Wow, du hast so viele Erfahrungspunkte, Kumpel. Habe ich jetzt verloren? Natürlich. So, komm her, Marty. Das ist echt doch nicht wahr. Lass mich mal rein, mit deinem Pokémon kann man nicht verlieren. Kann man nur verlieren. Ja, wetten, du hast einen, was ist das, ich weiß, ein Safcon Level 100. Zubat, uhu, wieder das falsche Pokémon vorne, uhu. Level. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Was habt ihr denn für Pokémon? Ist doch so scheiße. Los, und los da. Bis, ja, beiß mich ruhig. Ich bin knackig. Blut. Und tschüss. Brenn in der Hölle. Und ciao, Marty. Scheinbar sind meine Sachen nicht besser. Ihr seid einfach Noobs, sorry. So, das gibt's doch nicht, ich habe auch verloren. Echt jetzt, und was nun? Wie wäre es damit? Ich habe mir jetzt lange genug eure Geräte angetan und werde jetzt in die Höhle hinter euch gehen. Die Idee ist doch genial, oder? Ich glaube, das gibt eine von uns. Ich glaube, das gibt eine von uns. Okay. Hä? Oh, Ivan. Die ganze Relikt nicht an dich nehmen. Das ist ein Stein. Ein Oval? Förmiger, runder, kreiseliger Stein. Du glaubst gar nicht, wie einfach ich das kann und ich es mache. Vielleicht kommst du damit nicht davon, du Tenorscherke. Es heißt Terra, wie auf der Nacht, so schwer kann man doch nicht sein. Es ist mir egal, wie er heißt, ich, der große Ivan des. Kann nicht mal jemand dem Typen zum Schweigen bringen? Oh, bitte, bitte, bitte tut es, bitte. Ich meine, bitte nicht. Das Kleber ist unerträglich als das von Frauen auf einer Tupper-Party. Ugh, was für ein Noob. Nein, ich will mein Pokémon noch wechseln. Und wer bist du? Ach, warte, ich will es nicht wissen. Nachher schwafelst du mir noch auch noch die Ohren ab. Stefan, pass auf, der Trainer ist stark. Er hat uns beide mühelos besiegt. Nein, ernsthaft? Wir konnten eure übermächtigen Pokémon bezwingen, die schon bei der kleinsten Tackler-Ticke ohnmächtig umfallen. Das wird wirklich unbegreiflich. Sorry! Verdammt, er lebt noch. Du musst etwas nehmen, diese Leute gehören zum Team Titanus. Diese Kerle nerven mich unter gewaltig. Ich dachte, du wärst hier der unglaubliche Held, der alle retten muss und nicht ich. Seid ihr denn endlich mal fertig mit eurem Ententanz? Ententanz. Ich weiß nicht, ich werde euch trotzdem gehen. Ich werde nicht zulassen, dass. Ark. Glaubst du ernsthaft, du kommst gegen uns an? Das einzige Unglaublich an dir ist deine schier endlose Einfältigkeit. Guter Mann. Nur zu dir. Ich weiß, meine Untergegner müssen dir wie ein Scherz vorgekommen sein, aber lass dir versichern, dass unsere Organisation nicht nur aus solchen G-Spuden-Figuren besteht. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ihr solltet den restlichen genießen. Was hatten wir für Probleme? Ich frage lieber nicht, wie das jetzt schon wieder ging. Ja. Zauberei? Ist da oben noch was? Nein. So, was ist denn da oben? Also war hier das Relikt drauf. Das ist nicht das Relikt, dieser komische Stein. Oh, Zombie, das ist doch furchtbar deprimierend, dass ich sie nicht aufhalten konnte. Aber ihr Anführer ist ein sehr guter Kämpfer. Ich hatte keine Chance. Meinst du, das ist meine Schuld, dass sie jetzt... Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht einmal weiß, warum es sich bei diesem alten Plum überhaupt handelt. Es ist das Beste, du kommst zurück nach Picorna. Ich sehe, bist du bis jetzt eine Fangerlaubnis, dann wirst du wohl auch ein drittes Pokémon besitzen. Ich habe 6 Pokémon. Nimm das, damit kannst du schon aus dem... Oh, Fluchtzeug. Ich liebe... Nein, ich liebe dich nicht. Aber seid ihr direkt... Jo, mach mal. Spare ich mir das Fluchtzeug. Okay, ja, ich denke mal, ich nehme mal Hundusse wieder nach vorne. So, komm, gib mir jetzt endlich die Erlaubnis, dass ich weggehen darf. Vielen Dank für deine Hilfe, ne, Gott, Gott, sorry. Ich helfe eigentlich schon nicht mehr in der Erinnerung. Leider konnten wir dieses Team Temple nicht aufhalten, das wertvolle Relikt zu gelangen, was wir damit vorhaben. Das ist natürlich alles sehr tragisch und tut mir auch furchtbar leid. Ist das? Aber leider bin ich kein Held, so wie du. Ich bin mit einem Auftrag für diesen Mammutbaum schon genug bedient. Was? Du bist der Trainer, der von Auftrag. Ja, blablabla. Du bist der Trainer, der Auftrag von Professor Mammut unterwegs ist? Also nicht im Auftrag? Egal. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Dann hätte ich dir doch viel eher geholfen. Hier, nimm das. Ich sagte, ich mock sich ab. Dann solltest du kein Problem haben, in das nächste Areal zu gelangen. Und falls du ganz rein zufällig auf die Leute in Grün triffst, dann bring doch einfach das Relikt wieder an dich, okay? Ich danke dir vielmals. Wieder das Gefühl nicht los, der Kerl verhandelt mir etwas, als würde sich mein Aufenthalt in diesem Wald noch in die Länge ziehen. Jo, wir müssen wohl länger bleiben. Heureka! Nichts. Komm, wir sind jetzt hier aus diesem Irrenhaus. Moment mal. Kann ich jetzt einen Zerschneider holen?
Wäre doch geil. Hallo. Ja, du meinst, warum ich gesucht bin, oder habe ich sie wieder gefunden, wie sie schlafen, dass du nicht mal besitzt. Ich bin überzeugt, dass es warm ist, wenn ich auch richtig kann. Ja, leck mich. Ja, Tobi Bock. So, endlich. Halleluja, wir haben der Schneider. Wer kann's lernen? Ich habe ein neues Frau im Opfer gefunden. Muhahaha. Ja, eine neue Tagesaufel. Eine alte Tagesaufel gestern. Sandwirbel. So, blub, blub, schwuppdiwupp. Und der Schneider gelernt. Yay. Sie geben mir all meine Pokémon oder sonst was einen Spitznamen. I don't know. Oh Gott, die Riolo hat auch keinen. Ja, möchte ich den Schneider benutzen? Ja. Vielleicht kriege ich das dafür, wenn ich das Haus hier ein bisschen schöner gestalte. Du kannst den Schneider benutzen? Ja, möchtest du den Schneider? Ja, bitte. Zack, boom. Und zack, boom. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich diesen Ivan nicht zuletzt mal gesehen habe. Leider. So. Ich bin froh, dass sie farmlos zu sein. Jetzt kann es ja wenigstens keiner mehr bei mir beschweren. Ich würde die Beschnitz schneiden. Wow, bist du lame. Seitdem Ivan als mit einem jungen Mann aus Buritz gerettet wurde, träumt er davon, selbst einmal ein Held zu werden, so wie wir das hatten ja schon mal. Tschüss. Oder was? Ich habe mich verschluckt. An meine eigene Stimme. Yay. Du kannst den Schneider benutzen, möchtest du? Ja, klar. Dein Nervpickel. Der Name ist episch. Aber es trifft so, es trifft. Das finde ich mal nice, hier Kugelsack zu finden. Dodontafas. Aber Dodonta. Ja, Dodonta. Hm. Wrong game to you. Naja. Ein Tackleback ist jetzt sowieso kaum Angriff. Also nehme ich lieber mal Tackleback. Und wir lernen Kugelsatz. Das sind noch gute Themen. Boah, ich habe keine Angriffsthemen. Nur so blöde Themen. Also sie sind nicht blöd, sie sind wirklich nützlich und so, aber beim Walkthrough nicht wirklich. Nervpick setzt der Schneider ein. Ich liebe diesen Satz. Wundersaat. Oh, 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 oh. Endlich wieder mal wird mein bisschen schneller gemacht. Wird mein Dontafass ein bisschen stärker, ja. Lachsrauch kannst du loswerden. Was trägt denn eigentlich Hunduster? Holzkohle. Ah ne, das kannst du behalten. Holzkohle ist gut. Muss ich jetzt hier hoch? Also gerade hier oben gibt es neue Pokémon. Oh, ich hoffe hier auf einen Evoli. Ich kann diesen Drecksvieh nicht heimzahlen. Hey du, warte mal kurz. Nein, nicht schon wieder eine von der Seuche. Ich muss dich warnen, letztens sind hier einige beartigte aggressive Pokémon abgetaucht. Normalerweise leben sie tief im Terraforst. Und von daher kein Problem, irgendwas hat sie jedoch veranlasst, wieder näher zur Küste zu kommen. Nimm das, wenn du ein Begegnis und setz es sie ein. Und noch, diese Pokémon hassen Menschen. Es ist egal, wie sehr du sie schwächst oder wie lange du den Kampf rauszögerst. Du wirst sie nicht fangen können. Du selbst ein Gefallen und flüchte, wenn du ein Begegnis. Sie sind unnatürlich stark. Pass auf dich auf. Ah, dafür brauche ich die Puppen. Ich glaube es nicht, hat dein Pferd tatsächlich etwas jedenfalls zustande gebracht. Dass das noch erleben darf. Und ich erst. Gehen Sie nicht ohne Pokémon ins hohe Gras. Sie leben gefährliche Artgenossen. Etwas anderes ist, wenn Sie über den Jordan gehen wollen. Dann tun Sie so, als hätten Sie das nicht gelesen. Okay. Wird man selbst wart? Okay. Blum, 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 blum. Und Pichu! Was soll daran aggressiv sein? Ja. Ich kann so flüchten, ne? Förder. Du sollst immer genügend Pokémon ein, sonst kann deine Pokémon sein, ja. Leck mich doch am Anus. Die sind nach Trainerin aus und ich frage mich gerade, wo ich hier hingehe. Nee, ich wollte die Karte öffnen, ich Depp. Mir geht's, denke ich mal, nach Reseolo Ruine. Oder muss ich. Oh, ich habe keinen Plan, wo ich hingehen muss. Naja, ich denke mal, ich gehe zurück nach Picorna. Und werde mal überlegen, wo ich denn hingehe. Ich denke, ich glaube, ich muss hier nach rechts. Naja. Egal, das war's mal von Pokémon Terra für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich renne gerade über den Heiligen See. Ich bin Jesus. Ich bin Moses, weil ich. Nein, Moment mal. Spalte dich, Wasser! Okay, ich bin kein Moses. Ich bin Jesus. Yeah, ich bin Jesus. Jesus.
Es war nicht antireligionistisch. However. Egal. Leute, bis zum nächsten Mal. Pokémon Terra. Cheerio!